wirklich mal, Exo, in die alten Videos gehen, mal nachzählen, wie viele Stacks wir da hatten. Ich will irgendwas bauen gerade, ich überlege mir jetzt was. Das ist echt voll heftig, was wir damals alles hatten. So, sollen wir nicht hier lieber vor der Tür die Tierfarm bauen? Wir müssen immer bis zur Plantage laufen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen was bauen, damit unsere Hütte oben nicht so trostlos aussieht. Ich will auch irgendwas bauen. Dann helf ihm doch. Dann gibt. Weißt du, was ich mache? Ich gehe in eine Mine und suche Obsidian. Ach da. Ja, passt. Ja, also insgesamt würde ich sagen, wir brauchen 6 für den Enchantment Table. Dann, wie viel braucht man? Wir brauchen eine Menge Exo, ist okay. Warte, wir brauchen 12 fürs Portal. Genau, also 12 fürs Portal, dann insgesamt 18 mit Enchantment Table. Und wenn wir dann vielleicht 2 Ender Chests haben wollen, dann nochmal plus 18. Also, jupp. Also, eine Menge. Also 46, also knapp 50. Boah, finde erstmal 50 Obsidian Exo. Kannst du ja selber machen, machen den Eimer Wasser, Lava und fertig. Ja, wir haben ja nicht mal, ich habe nicht mal einen Eimer dabei. Ja, wir 2 ja, Eimer. Ich mache mir jetzt nämlich einen. Hast recht gehabt. Eisen. Fuck, falsch. Ich glaube auch, dass das Tropenhaus ist hoch genug für Bäume. Auch für große Dschungelbäume. Hoffen wir es, ne? So. Zack. 2. Eisenbarren. Alter, weißt du schon, ich hab noch. Mach mir noch eine Schere. Zack. Schere. Ey, das ist irgendwie voll geil, wieder mit der Eisenspitzhacke zu spielen. Ja, wieso? Mit der Mannspitzhacke. Ja, ne? Ich meine, ich bin's ja noch von meinem Singleplayer-Let's Play so gewohnt. Mhm. Das war eine richtige Befreiung, als ich endlich Eisen hatte. Diamant. Wir hatten am Anfang voll wenig, ist mir voll in dem Let's Play jetzt hier. Am Anfang hatten wir gar nichts, ey. Ich will immer nur Stein. Die müssen wir dann auch mal, wie heißt das, enchanten, dass wir die vielleicht noch höhere Haltbarkeit haben. Ja. Das habe ich mir auch schon überlegt. Das wird höchste Eisenmann. Hallo, ich bin schon Level 30. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erst ein Enchantment Table, bevor wir in die Hölle gehen. Ja, klar. Obwohl, vielleicht kriege ich ja sogar genug für beides, ne? Was braucht man denn alles für ein Enchantment Table? Also, wie gesagt, 6 Obsidian. Dann und wir brauchen extrem, dann könnt ihr, warte mal, dann pflanzt schon mal Zuckerrohr an, weil das brauchen wir. Ja. Wir nehmen alles auseinander. Oh, das sieht spannend. Das Zuckerrohr ist ja wie eine Seuche, wenn man es einmal gepflanzt hat. Das ist echt unsere, so, das wächst. Unsere Farbe im Cube, da haben wir gerade einmal abgeerntet und schon war alles wieder nachgewachsen. Genau wie diese grässlichen Melonen. Oh ja, Melonen, das war ein Graus. Aber Melonen bringen richtig viel. Wenn man einmal Melonen hat, dann braucht man nichts anderes mehr zu essen. Stimmt. Weil die gibt's im Überfluss, deswegen. Das ist echt nicht mehr schön gewesen, ne, Exo? Ja. Wie viele hattet ihr denn? Melone. Wir haben Melonenfarmen gehabt, wo insgesamt 8 Melonen gleichzeitig hätten wachsen können. Ach. Aber kaum hattest du alle weg, waren gleich wieder 8 da. Das war echt nicht... Kommt man gar nicht. Nee, das waren 8. Genau, 8. Das waren... Ich verirr mich gerade. Doch, waren 8. Ich kann nachher nochmal nachgucken, in den alten Aufnahmen. Nee, musst du nicht, ich hab mich schon wieder verlaufen. Ich komm nicht zum Obsidian. Ey, was daran so schwer? Einfach nach unten. Ja, hier geht's nirgendwo mehr nach unten. Was ich jetzt mache, genau. Ich habe jetzt gerade oben in unserer Bude eine kleine Küche eingebaut. Wie süß. Oh, Eisen. What the fuck? Ich buddel mich gerade einfach nach unten, auf einmal kommt mir Eisen entgegen. Ich freue mich auch schon, die ganzen Dirt hier wieder reinzutragen. Und dann so Hügel und schön ein bisschen gestalten. Kann man irgendwie an diesem Drecksregen ausstellen. Der ist so nervig. Struggle Downfall. Soll ich machen? Ich kenne den Command gar nicht mehr, ey. Ist alles so lange her. So. Müsste jetzt aus sein, oder? Ja, gleich. Weil warum? Ich bin jetzt schon am Bedrock. What the fuck, ich bin falsch, ich bin am Bedrock. Mich verarschen, hier muss doch irgendwo Lava sein. Komm mal, in der Nähe von meinem Gewächshaus ist eine Höhle und da ist fast nur Lava drin, also extrem viel. Das hättest du nicht früher sagen können, oder?
Oh Gott! Oh, ich dachte, ich fall irgendwo runter, ey. wo denn? Hier, geh über die Mauer. Über die Mauer. Was im Osten und im Westen. Das war gar hier, geh, wenn hier, aber da fliegt rüber. Ja, was soll ich denn sonst machen? Hm, vielleicht genau gehen, die, wie er auch gesagt hat. Ja, die Mauer ist 4 Blöcke ich hab, hoch. Ich hab, ja, ich hab grad, ich hab doch grad ein Stück Mauer eingerissen. Wo ist denn, erstmal gut, dass hier Wasser ist. Da kann ich nämlich meine dicken Eimer füllen. Ich hab grad ein Déjà-vu, ich weiß keine Ahnung wieso. In Minecraft kommt mir irgendwie alles immer wie ein Déjà-vu vor, ich weiß nicht. Ah, stimmt. Also fertig, ich hab das Grundgerüst jetzt fertig gebaut, kannst du dich mal angucken gehen. Exo, hier ist ja so viel Lava. Ja, geh weiter runter. Ja, bin ich ja, ich sehe die Lava, aber... Das ist ein, das ist ein Lavafluss. Ja. Nicht in die Lava, nicht in die Lava! Bitte, bitte! Boah, diese Spinnen hätten mich fast in die Lava katapultiert. Nein! Okay, Grundgerüst sieht schon mal echt nice aus. Besonders wenn die Sonne da jetzt so aufgeht zwischen dem Gerüst. Oder untergeht. Aber ich weiß nicht. Sieht irgendwie mehr aus wie eine Bahnhofshalle. Ich weiß, habe ich am Anfang auch gedacht, aber ein Tropenhaus ist immer so ein bisschen in den Seiten gerundet. So ein Viereck hätte mir ja auch nicht gefallen. Naja, klar. Im Glas, ich glaube, ich baue sowas ähnliches noch als Minecart-Bahnhof dann. Ja, dann. Mal gucken, ich werde mich auf jeden Fall mal inspirieren lassen davon. Die habe ich alle schon leer gemacht. Hier ist ein bisschen Kabel drin. Ich nehme mal hier das Gold und die Kohle mit, ne? Ja, mach das. Also ich nehme einfach mal alles mit, was du eigentlich nicht so wirklich gebrauchen kannst. So, ich will kurz die Mitte finden. Ich müsste gerade mal bei mir hier schnell Licht anmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aber wenn man sich das mal, überlegt euch das mal, Leute. Wir sind mittlerweile vielleicht bei Part 20 ungefähr. Und das bei 15-minütigen Parts. Und da können wir uns schon solche riesen Gebilde quasi leisten. Ist doch nice. Sowas wäre früher in Minecraft nicht denkbar gewesen, so früh schon. Nö. Also man sieht, das ist echt, irgendwie finde ich das eine eher negative Veränderung, dass man jetzt so viele Rohstoffe auf einmal findet. Ich fand das früher viel geiler, als man noch so richtig lange nach Diamanten und so weiter buddeln musste. Das hat er wenigstens. Warte mal, um Obsidian zu bekommen, muss man auf Lava Wasser werfen, ne? Auf stehende Lava. Ja, okay. Also, wie gesagt, ich fand es früher irgendwie besser als jetzt. Ist meine persönliche Meinung. Also, ich habe vor allem, also ich finde jetzt mal an meine Abonnenten, die hier gerade zugucken. Die, wo Minecraft früher noch nicht in der Alpha-Phase gespielt haben, sollten sich jetzt aus dieser Diskussion mal ganz raushalten, bitte. Und jetzt nicht sagen, du hast doch keine Ahnung, Minecraft ist jetzt viel besser als damals, damals war es doch alles nur Bullshit. Eben nicht, also die, wo keine Ahnung haben, sollen bitte einfach mal die Klappe halten. Die, wo keine Ahnung haben? Die, wo keine Ahnung von der Alpha-Zeit haben, sollen bitte sich da einfach aus dieser Diskussion raushalten. So, das dürfen nur die Leute, die in der Alpha gespielt haben und nicht die Leute, die sagen, nee, ich habe in der Alpha gespielt. Nein, nein, nicht mal die, wo in der Alpha gespielt haben, sondern einfach nur die halt Ahnung haben, worum es geht. Ja, okay. Weil viele meinen ja, es wäre jetzt cool, wenn sie einfach irgendeinen ihren Scheiß reinquatschen und hinterher stimmt's nicht. Ja, dann haben wir den Bock Mist, ne? Mhm. Dann gucken sie blöd. Und wenn ich ihnen dann in den Kommentaren schreibe, dass es damals eben nicht so war. Ich darf das nur. Ich darf mich einmischen. Ja, Exo darf sich auch einmischen, weil ja, ich glaub, klar, Exo spielt es auch schon seit der Alpha-Zeit, oder? Nein, seit der InDev. InDev schon? Jupp. Also ich habe mal InDev gespielt. Nein, ich habe mal InfDev gespielt früher. Ich habe es ja damals per Torrent gezogen gehabt. Warte mal, geht Vierer Quelle permanente Quelle nicht? Also bei Lava nicht, nur bei Wasser. Danke für das schnelle Sagen. Aber ich kann dir sagen, wie du in Lava musst den Sternform machen. Also du musst ist mir egal, ich schaff das schon.
Er will sich verarschen. Vorher kam dieses Bild mit Together Minecraft kaum und jetzt kommt das eigentlich nur noch die ganze Zeit, wenn ich hier Bilder aufhängen möchte. Abonniert Project ELP. Scheiße! Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Fuck! Aber wenigstens ist Obsidian draus geworden. Ups, das wollte ich nicht. Jetzt hab ich... Boah, Leute, bei Facebook packen wir lieber ab, ja. Dann geh ja bei Facebook offline. Nö. Hallo, ich muss irgendwie meinen Status kommentieren, hallo? Und Leute von Freunden, Seiten von Freunden liken. Ja, ich trinke mal einen Schluck. Erstmal ein Kippen. Was war das für ein Spruch, Rektor? Irgendwie will er nicht einschlafen. Boah, Abbau dauert so ewig lange. Ah, hier ist ja eine Küche drin. Juhu. So, ich lag im Bett. Küche hat doch was. Oh, warum steht das Together Staffel 2 Schild hier? Ist das andere auch noch da? Das andere ist oben. Das mit unserem Namen ist noch oben. Das ist ja nur zur Verzierung, dass die Wand eigentlich nicht so kahl und grau aussieht. Hey, wo ist denn das Eisen drin? Ach da. Warte, mal kurz überlegen. Okay. Wie viel Gold haben wir eigentlich? Das muss ich wissen. Nur 24 Gold. Wir brauchen mehr Gold dann später für Dings, für die Powered Rails. Ja. Wie viel Obsidian soll ich denn ungefähr jetzt farmen? Keine Ahnung, bring mal so 25 mit oder so. Ja, da bin ich ja schon drüber. So, ja, dann bring noch mehr mit. Bring einfach so viel mit, wie du kannst. Ja, ich farm ja hier mit Lava und Wasser, deswegen. Du farmst hier mit Lava und Wasser und deswegen musst du dich vom Creative in den Survival-Modus setzen. Hatte ich gerade, ja. Weil ich kein Leben mehr hatte. Wie macht man nochmal Buttons? Obwohl ich jetzt Heal machen können, oder? Achso, ja, okay, ich habe schon zwei übereinander. Gut. Warte, ich hätte hier machen können, oder? Paddy? Was? Wo bist du? Ich hätte hier machen können, oder? Ja, Slash Heal. Genau. Hab ich vergessen. Geht ja, nee, geht dieses Slash Heal. Weil mich gerade jemand angegriffen hat und ich hatte also drei Stück jetzt und konnte mich nicht wehren. Ich bin so doof. Aua. Also ich finde, man sollte in Minecraft noch Glastüren einbauen oder erfinden. Ja. Das wäre doch mal voll nice. Glastüren, wie meinst du das? Ja, Glastüren. Sowas wie, keine Ahnung, Terrassentüre oder sowas. Mhm. Wie viel Obsidian soll ich jetzt mitbringen? Ich habe jetzt, glaube ich, 27 oder so. Ja, ungefähr. 50, dann sind alle unsere Wünsche erfüllt. Okay. Das dauert aber noch ein bisschen. Okay, ein Enchantment Table. Ah gut, ich finde es lustig, bei endlich ist der Bug gefixt mit den doppelten Türen. Ja, es... Wie viele werden...